Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem The Witcher Let's Play. So, Doria, kann ich mit dir sprechen? Yes, Witcher. Where can I found you? Okay, warte mal, mit dir kann ich momentan nicht sprechen. Fast. Kann ich mit dir sprechen? Hi, I'm Chim. I think we've met before. I'm Geralt. Don't you remember? I've never seen you before. There's something wrong with your head. Farewell. Would you like to see my pussycat? Puss, puss. I don't have time to look at your cat. Thanks, I've already eaten. Idiot. Sehr gut. Okay, zu dem müssen wir nicht gehen. Wir müssen auf alle Fälle zum Village Leader reisen. Die Frage ist nur, ist er vielleicht gerade zu Hause? Ich glaube nämlich nicht. Wenn wir Glück haben, ist er... wo ist er denn? Ist er zu Hause? Nein. Nix zu Hause, nix Hause, nix Hause. Okay, passt. Dann müssen wir wieder ins Inn laufen. Bist du deppert? Hier hinlaufen, da hinlaufen, dorthin laufen, überall hinlaufen. Ich hätte gern ein Pferd. Wo ist hier Plötze? Ich dachte, es gibt immer ein Plötze. Wobei, ich glaube, bei The Witcher 3 würde ich sogar freiwillig hier rumeiern. Nach links und rechts. Weil es mir zu blöd wäre, dass ich extra immer aufsteige aufs Pferd und mein Pferd immer zusammensuchen muss. So, mal gucken. Vielleicht ist ja der Village Leader. Warte mal, kann der da draußen jetzt auch gerade sein? Ich sehe nichts. Verdammt. Okay, vielleicht habe ich ja Glück und der Village Leader ist schon da drinnen. Vielleicht. Vielleicht. Ja! We played, we drank. Now tell me, what brings you here? I have heard you can tell me something about ghosts. Why do you hurt me, my friend? They come to the village every night. They want revenge. How did I hurt you? That voice of one of the raids. It sounded just like my son, who is not showing any signs of life for so long. My beloved Khaled. Maybe it's his raid that flees above the village. Give me something I can drown my loss in. I don't want to think about it. No, you've had enough. Du hast mehr als genug. I should talk to the priestess. Okay, jetzt müssen wir zur Priestess reden, sprechen. Ja, wie ich schon sagte, hin und her und hin und her und hin und her. Und die Frage ist jetzt nur, wo ist die Priestess? Warte mal, ich muss mal was essen. Genau. Die Frage ist nur, wo ist sie denn gerade? Ist sie vielleicht zufälligerweise hier beim Schmied? Nee. Aber wir können hier wieder ein paar Sachen mitnehmen. Okay, beim Schmied ist sie nicht. Das heißt, ich kann hier wieder raus. Dann muss ich hier zur Vesna schauen. Nein. Wo könnte er denn da noch sein? Dup, 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 dup. Der Priester oder die Priesterin, besser gesagt. Mann, der Bienenhaverer hat da noch ein Kind, glaube ich, ja. Beekeeper.
Beekeeper's... Hä? Beekeeper's Son. So, jetzt bin ich aber überfragt. Hier waren doch gerade noch Leute. Die können sich doch nicht alle irgendwie wegteleportieren oder so. Warte mal, wie spät ist denn überhaupt? 14 Uhr. Granny. What else do you want? I'm looking for someone from whom? The priestess. Now she's somewhere in the village picking some herbs and praying by the shrine. Okay, wo ist hier der Shrine? Also da oben ist der Shrine, gell? The Shrine, the Shrine, 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 Shrine. Oder? Beekeeper's Wife. Fisherman's Brother. Da ist sie, Doria. Ach, da ist der Shrine. Yes, Witcher. I've talked to the village leader about the raids. Yes. The village leader's son, Khalid, shows no sign of life for some time now. The village leader thinks he recognizes his son in the voice of one of the raids. You say he's not sure. Not necessarily. Oops. Ja, ich lade gerade was runter. Such ghost raids hope that they would find peace in their homeland. Aha, okay. Could I talk to raids? That would be difficult. Raids have difficulties in recognizing their close ones, let alone strangers. Unfinished business that keeps them in this world absorbs them so much that they probably won't notice you at all. Mm-hmm. So there's no way. There is, though with a very slight chance of success. You would have to have an item that belonged to the raid in their lifetime. But even then you can't be sure the raid will notice you and start talking. There is a risk that the raid, instead of talking, would become even more frantic. All in all, you don't know what keeps them in this world. I see. I think I have to talk to the village leader once again. Yes, Witcher? Farewell. Bye-bye. Okay, so, dann wollen wir mal gucken. Ob mir der Village Leader eigentlich noch... Lauf weiter. Ob wir den nochmal finden. Im Inn? Ich meine, Zeit wäre ja eigentlich noch, dass wir den da noch finden. In the Inn. Speichern. So. Ja. We played, we drank. Now I have talked to you about your son. Why do you torture me? Could you give me something that belonged to your son? What do you need that for? Because if one of the raids is really your son, maybe I could learn how to make him leave in peace. Yes, I have his old pipe. He used to play it all the time when he was little. It's all I have. Borrow it to me. Maybe I will be able to talk to your son. All right, take it. But if you don't succeed, I will go and throw myself at those monster plants. I can't live anymore not knowing... I can't live... Was ist das? Live oder leave? Na, live, gell? Anymore not knowing what happened to my son. You must be talking about Echinopsis, right? Those monsters grow where someone was murdered. What? Nothing, I'm just thinking aloud. Thank you, farewell. Okay, das heißt jetzt aber auch, diese Echinopsis, also diese komischen Pflanzen, die einen die ganze Zeit aus 3 Kilometer Entfernung schon schlagen,
wachsen nur da, wo Menschen ermordet worden sind. Das heißt, es liegt nahe, dass die ganzen Raids, die da halt rumeiern, in der Stadt und auf der Wiese und so weiter, deswegen auf Rache aus sind, weil sie ermordet worden sind und nicht in Frieden sterben konnten. Zu gegebener Zeit. Das heißt, warte mal, wir müssen jetzt... Kann ich da auch... Schiebherr, das hat... Kann ich da jetzt irgendwo echt resten? Oder muss ich da vorher in Schiebherde anrufen? Anquatschen? Ich glaube, den muss ich anquatschen, ne? Mal gucken. Villager. Da, Schiebherder. Yes, Witcher. I'd like to have a rest in your hut. No problem, but I told you you can have a rest only when I'm there. But you are a good chap. The hut is open, you can have a rest. I've got a immediate... Okay. Bla bla bla. So, wir wollen... Wie spät ist es denn jetzt? 14.30 Uhr. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ja. 23, 30 müsste es dann gleich sein. Ja. Schau, der Sheepherder kommt in. Und die Sheeps kommen rein. Oh, schau. Wie brav. Village Leaders Hut. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Und der Ort ist gefährlich. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Bis die Sachen hier so kommen, wie sie kommen sollen. Die Frage ist halt nur, wie vergeht hier die Zeit? Ziemlich langsam. Ah, okay, warte, das sind sie jetzt. Raids. Weil wenn man denen spricht... Revenge, Revenge. Bandits. Okay. So, Khaled's Raid. Er spricht mit uns. That pipe, Khaled. That was my name. How is it like being a ghost? Why do you hound the village? Revenge. What did the villagers do? We won't go without revenge. There's no point in talking. Find them. Kill. Wait, I have some more questions. Aha. Aha. My father, he's got scared of the raids and fell into the river. He vanished under the water. My poor father. It's dark. We won't help him now. I'm sorry. Go back home. It's all because of the raids. Destroy them, Witcher. That's what you are for. You destroy monsters. Mm-hmm. I didn't learn too much from the raid. The spirits won't leave on their own. Okay. Talking to Khaled's ghost confirmed me in my belief that raids won't... So, warte mal, I have to choose whether to take the task or try to soften raids wars. The last son, I didn't learn too much from the raid. The spirits won't leave on their own. Okay, was mache ich jetzt? Undoubtedly, the raids want revenge and they won't leave without it. The question is revenge on whom? The time we will tell the final of Khan's story. Okay. Was haben wir denn hier? I should make up my mind. I will either take Caligor's task or go to talk to the priestess without destroying the raids. We will think together how to fulfill Raid's unfinished business here on Earth. This should help them leave.
So far, I have learned that I cannot fully trust Caligor. Wraiths can be destroyed by burning their bones. There are quite impressive Aegynopses in the ruins behind the village, so there might be some bones to burn. Aha, the Wraiths won't leave on their own and they can attack someone from the village in no time. Which choice would be better, going deeper into the matter of or finishing the task quickly by destroying the Wraiths? Das heißt, ich kann... Was könnte ich denn jetzt machen? Okay, warte mal. Ich probiere jetzt nochmal mit der Priestess zu sprechen. Der bietet. Militele helps us and take away the fear. Hallo? Kann ich hier nur schlafen, wenn du wach bist, oder was? Hallo, ich möchte gern meditieren. Hallo? Oh, echt jetzt? Really? Okay, so, schauen wir mal, Smith hat. Smith's Daughter, Wife und Smith, okay. Dann haben wir hier Vesna and her parents. Vesna und Granny, kann ich mit ihr sprechen? Take away the fear. Dum 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 dum. Okay. Also ich könnte jetzt einfach aufs Feld gehen und die Knochen irgendwie zerstören. Let's race. Kann ich mit nochmal mit dir sprechen oder so? Hulam Revenge, bla 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 bla. Okay, so. Komm hier rein. Beekeepers. Beekeepers San Doria. And take away the fear. Hallo! Okay, wieso kann ich hier mit keinem Menschen sprechen? Wir nehmen hier einfach aber alles mit. Alles meins, alles meins. So, hier ist von irgendwem jetzt der Vater gestorben. Fisherman's Hut. Das bringt nichts, okay. Das ist halt nur die große Frage. Na, ich schaffe das zeitlich eh nicht mehr. Die Frau. Oh, Village Leader. Der ist wohl immer wach, huh? Give me time. Leave me alone. Na gut. Dann wird mir mehr oder weniger nichts übrig bleiben, als dass ich erstmal hier weiter renne. Und dann zuschaue, dass es wieder Tag wird. Gut, ich werde dann hier jetzt aber erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend und bis morgen. Baba!